Westlich des Anja-Reservats wird die Landschaft noch karger, denn die Niederschläge nehmen hier kontinuierlich ab. Diese Region ist deshalb viel spärlicher besiedelt als das Hochland. Und die Stämme, die hier leben, haben sich zumeist auf Viehzucht spezialisiert. Etwa 50 Kilometer südwestlich von Ambavalao erreicht man das Tor des Südens. Hier müssen wir unsere Fahrt für geraume Zeit unterbrechen, weil ganze Wellen von Zebu-Herden uns aus dem Südwesten entgegenbranden. Sie werden von ihren Besitzern auf die Märkte des Hochlandes getrieben. Diese gehören zum Volksstamm der Barra, einem Stamm, der auf Viehzucht und Viehdiebstahl spezialisiert ist. Westlich des Tors des Südens gelangt man auf das Hochplateau von Horombi. Fast 100 Kilometer fährt man auf einer nahezu schnurgeraden Straße über die baumlose Trockensavanne, bevor am Horizont die roten Sandsteinfelsen des Isalo-Massivs auftauchen. Das Isalo-Gebirge ist seit 1962 ein Nationalpark. Es erstreckt sich fast 100 Kilometer in Nord-Süd-Richtung. Hier lagerten sich während der Jurazeit mächtige Sandsteinschichten ab. Diese wurden später angehoben, sodass sie heute 500 bis 1300 Meter über dem Meeresspiegel liegen. Wind und Wasser haben tiefe Erosionscanyons in den Sandstein gegraben, sodass eine urwüchsige Felsenlandschaft entstanden ist. Sie ist wie geschaffen für ausgedehnte Wanderungen. Allerdings wird es tagsüber sehr heiß und in der Trockenzeit gibt es nur wenige Quellen und Wasserläufe. Der Isalo-Sandstein gehört zur sogenannten Karoo-Supergruppe. Namensgebend war der Sandstein der südafrikanischen Karoo-Wüste. Unter diesem geologischen Oberbegriff fasst man jene Gesteinsfolgen zusammen, die über 100 Millionen Jahre seit der Karbonzeit in ausgedehnten Becken und Tallandschaften abgelagert wurden. Für die Barra gehört das Isalo-Gebirge zu den heiligen Plätzen. Die Gräber am Fuß eines Berges. Und die machen nur einmal im Leben dort Unbetrug. Die Toten werden hier in abgelegenen Felsnischen bestattet und dann eingemauert. Im Gegensatz zu anderen Stammesgruppen auf Madagaskar kennen die Barra nur eine einmalige Umbettung. Am ersten Tag im Nationalpark wandern wir zur Piscine Naturelle. 3 bis 4 Stunden geht es zwischen den roten Sandsteinfelsen hindurch und über weite Hochplateaus. Thank you.
Kurz bevor wir unser Nachtlager im Park erreichen, treffen wir auf eine große Katterfamilie. Die lässt sich von uns in keinster Weise stören. Sicher sind sie fotografierende Touristen schon gewöhnt. Der eine Farbe erkennen kann. Ist auch nicht die ganze Zeit den Ellenbogen von der Carla im Gesicht drauf. Hola. Aus dein Ramon-Tick-Bild. Ja. Den Bach hier, dann wir zuerst zu dieser. Die zweite Wanderung, die auf einen ganzen Tag angelegt ist, führt uns zum sogenannten Affen-Canyon. Wir brechen schon früh morgens auf, weil es zu diesem Zeitpunkt noch angenehm kühl ist und die Sonne nicht so herunterbrennt. Nach kurzer Wanderung erreichen wir zunächst einen kleinen Wasserfall. Der hier steht ideal. Dann geht es stundenlang durch eine beeindruckende Fels-Canyon-Landschaft. Die Erosion in diesem semiariden Klima, das durch einen scharfen Wechsel von Regen- und Trockenzeiten gekennzeichnet ist, hat zu den seltsamsten Formen geführt. Die Sandsteine der Karoo-Gruppe im Morondava-Becken sind terrestrische Ablagerungen, die vor allem von Flüssen an transportiert wurden. Diese Ablagerungen hielten mit Unterbrechungen von der mittleren Trias bis zum mittleren Jura an. Und die Isarloh-Schicht, die man in drei Untergruppen unterteilt, ist stellenweise bis zu 5 Kilometer mächtig. Der eigentliche Affen-Canyon ist eine Felsschlucht mit turmhoch aufragenden Steilwänden. Ein Bach, der an mehreren Stellen natürliche Becken bildet, lädt mit seinen Sandufern zu einer Rast ein. Trotz der Nachmittagshitze ist es hier auch angenehm kühl. Als wir am Abend bei unserem Zeltlager ankommen, sind wir rechtschaffen müde. Die Katas, die zwischen den Zelten herumschnüffeln, werden kaum beachtet und nach dem Abendessen ist jeder froh, sich gleich hinlegen zu können. Vom Isarloh-Nationalpark fahren wir auf gut ausgebauter Straße weiter Richtung Toljara. Wir passieren Ilakala, eine Stadt mit Wildwest-Atmosphäre, die seit einigen Jahren ein Zentrum des Saphirhandels ist. Der sogenannte Straßenrand, ja, der nur von. Nach mehrstündiger Fahrt kommen wir in Tulear oder Toleara an. Die Stadt liegt auf dem südlichen Wendekreis und hat über 100.000 Einwohner. Wir bleiben aber nur für ein Mittagessen, das uns durch die Hymnen einer evangelikalen Gruppe versüßt wird. Von Tulear fahren wir die Küste entlang nach Norden.
Die Piste ist selbst für Madagaskar in außergewöhnlich schlechtem Zustand. Und es dauert eine halbe Ewigkeit, bis wir an unserem Hotel in Efati ankommen. In der Nähe von Efati besuchen wir das Renyala Naturschutzgebiet. So, this is the biggest baobab. Das ist 12 meters an the circumference. Dann kann den können wir umrunden. 9 meters an the tall 1200 years. Hier wachsen mitten im Dornwald verschiedene Baobab-Arten. Und hier werden auch Baobab-Setzlinge für Neuanpflanzungen gezüchtet. Am Morgen unseres Abflugtages unternehmen wir noch einen Strandbummel. Am Anfang werden die Damen hart von den Pareo-Verkäuferinnen bedrängt. Aber bald schon lassen sie uns mit dem Strand und dem Meer allein.